Top-Trader ist sehr klein, doch die Besten erzielen Renditen von bis zu 50% und mehr pro Jahr. Social Trading ist eine Investitionsform, die es Ihnen als Anleger ermöglicht, das Handelsverhalten von Gleichgesinnten und erfahrenen Händlern zu beobachten. Sie können die Anlagestrategien durch Kopier- oder Spiegelhandel verfolgen. Dafür ist nur wenig Erfahrung auf dem Börsenparkett nötig. Das Weltwirtschaftsforum beschreibt Social Trading als kostengünstige, anspruchsvolle Alternative zu traditionellen Vermögensverwaltern. Wie Sie sich ganz einfach an den Erfolgen dieser Top-Trader heften und hohe Gewinne erzielen können, möchten wir in unserem heutigen Online-Seminar besprechen. Wie identifizieren Sie Top-Trader und welche Kennzahlen sind von besonderer Bedeutung? Diese und weitere Fragen werden wir heute Abend beantworten. Ein Experte gibt Ihnen wertvolle Tipps und Tricks, wie Sie beim Social Trading erfolgreich sein können. Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Joy Jakob. Ich werde heute Ihre Moderatorin sein und ich freue mich sehr, Sie zu diesem Trading-Seminar begrüßen zu dürfen. Und damit schließe ich auch gleich unseren Experten mit ein. Ich freue mich, Bastian Briegnitz von Europe FX begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zu diesem Finanznetzseminar. Schönen guten Abend. Herr Briegnitz, Sie sind gelernter Finanzfachmann. Was sollten unsere Zuschauer noch über Sie wissen? Stellen Sie sich uns doch bitte ganz kurz vor. Na klar doch. Ich hatte ursprünglich in einer Wirtschaftskanzlei mit unter anderem gelernt. Das heißt, ich hatte schon, ich sag mal, von meiner Jugend auf das Wirtschaftsfieber. Ja, also ich habe schon immer große Zahlen, große Unternehmen interessiert. Und bin dann dementsprechend in die Börsensparte reingerutscht durch diverse Lehrgänge, durch verschiedene Ausbildungen, Schulungen und. Darunter waren natürlich Webinare wie diese hier. Ja, schon damals gab es natürlich Webinare, auch Seminare natürlich. Und ja, da kommt meine Expertise. Ich bin seit mindestens 2018 wirklich als, ich sag mal, Trader wie auch Handelsspezialist tätig. Das heißt, ich habe ein relativ großes Kundenportfolio mit kleinen Kunden wie auch großen Kunden. Das heißt, ich kenne auch die Bedürfnisse von den kleinen wie auch des großen Mannes, ja, wie auch Frauen natürlich. Man muss ja ein bisschen gendern natürlich, ist ja klar. Und ja, dementsprechend freue ich mich heute sehr darauf, meine Expertise an Sie weitergeben zu können. Es sind natürlich erstmal nur die Grundlagen. Man sollte beachten, es ersetzt kein, ich sag mal, wirklich Spezialistentrading, wie man das auch so kennt von der Börse. Das heißt, hier geht es nicht um das Scalpen von großen Werten, sondern eher von, ich sag mal, konservativen Handelsstrategien, gekoppelt mit, ich sag mal, ja, relativ aggressiven Trades, die man setzen kann. Aber das werden wir uns gleich im Detail nochmal angucken. Genau. Vielen Dank, Herr Briegnitz. Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen, liebe Seminarteilnehmer, noch folgenden Hinweis geben. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns gerne über die Chatfunktion kontaktieren. Eventuell werde ich einige Ihrer Fragen direkt aufgreifen und dann unseren Experten, Herrn Briegnitz, weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung klären wir in einer Fragerunde noch offen gebliebene Fragen. So, Herr Briegnitz, sind Sie soweit? Ich bin soweit. Ich könnte auch gleich meinen Bildschirm schon für Sie alle teilen. Sehr schön. Genau. Genau. Meldung sollte So. melden. Jetzt sehen wir auch schon Ihren Bildschirm und Sie dürfen gerne einsteigen. Ach, super. Perfekt. Genau. Wir werden heute das Programm bzw. den Anbieter ZuluTrade benutzen. Das ist sozusagen der Platzhirsch von damals. Naja, das war der erste Anbieter, der ein etwaiges Handeln ermöglicht hat. Ja, die haben 2007 damals angefangen, haben ihren Sitz in Griechenland, haben eine sehr, sehr große Expertise, was das angeht. Das heißt, dieses IT-Team, was dahinter sitzt, hat auch eine sehr, sehr große Erfahrung. Ja. Und wie das Ganze aufgebaut ist, werde ich Ihnen jetzt einmal demonstrieren. So, das Erste, was Sie am Anfang eigentlich sehen sollten, das ist die Startseite. Ja, da haben Sie in der Regel die Top-Händler und am Anfang sieht das natürlich einfach wie, ich sag mal, moderne Kunst aus. Ja, ein paar Diagramme, ein paar Knöpfe, ein paar Bilder. Hä, was soll ich jetzt machen? An sich ist das allerdings sehr, sehr leicht zu interpretieren und der Ablauf für sich sollte eigentlich jeder hinbekommen. Ja,
Natürlich, die Registrierung erfolgt in der Regel über Ihren Broker, ja, sei es über uns oder einen anderen Anbieter. Da sollten Sie sich auf jeden Fall nochmal rückversichern, ob SoluTrade bei Ihrem Broker angeboten wird. Wenn ja, super. Wenn nicht, okay. Gibt es aber noch andere, ich sag mal, Anbieter, die ähnliche, ich sag mal, Verfahren anbieten. Was genau ist jetzt SoluTrade? Ja, an sich müssen Sie das so vorstellen, dass Sie zertifizierte Trader haben, wie hier zum Beispiel, ich sag mal, Profit 60 oder Ask the King. Das sind zertifizierte Trader, die gewisse Voraussetzungen erfüllen müssen, darunter auch Erwerb von diversen Zertifikaten, wie auch in der Regel auch eine grundlegende Ausbildung zumindest. Und sie müssen auch gewisse Erfahrungen mit sich bringen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein ganz normaler Bürger sind, Sie sagen, ich möchte mal meine Handelsstrategie mit anderen teilen, na, da werden Ihnen die Tore schon verweigert. Weil natürlich, es ist ein sehr hohes Risiko für viele, ja, da sozusagen einfach auf gut Deutsch gesagt blind jemanden zu vertrauen. Das heißt, das wird so ein bisschen außen vor genommen und Sie haben dort wirklich Leute, ich sag mal, sitzen, in Anführungsstrichen, die wirklich Ahnung vom Fach haben. Ja. Um das zu kontrollieren, haben Sie in der Regel diese Symbole hier unter dem Namen. Hier zum Beispiel auch, wenn ich meine Maus drauflege, das Händlerkonto ist vollständig überprüft. Mobilnummer, Wohnsitznachweis, Ausweisdokument. Das heißt, das sind nochmal extra Stufen, die dieser Trader vornehmen kann, um sich wirklich vollständig zu registrieren. Und natürlich andere Sachen wie, ja, ich guck mal hier, Handelsverlauf genauso, die haben schon vorher gehandelt und haben das quasi einfach nur importiert. Und wie auch der Signalanbieter verwendet ein Live-Konto. Das zum Beispiel ist der wichtigste Knopf eigentlich. Ja, warum? Somit wissen Sie, dass dieser, ich sag mal, Trader auch wirklich ein Live-Konto benutzt. Das heißt, er handelt tatsächlich mit dem eigenen Geld. Okay, das heißt, das ist jetzt keiner, der, ich sag mal, dahergeflogen kommt, sagt, haha, ich habe jetzt hier 100.000 Euro Spielgeld und setze einfach alles mal in den Topf und guck, was passiert. Nein, das macht natürlich keinen Sinn. Man soll natürlich vorsichtig mit seinem Geld umgehen und natürlich auch bedacht in der ganzen Materie sein. So, ja, jetzt sehen wir natürlich, Signalanbieter verwendet ein Live-Konto, sehr gut. Und hierunter haben wir schon entsprechende Infos. Wir haben den ROI. Für die, die das nicht wissen, das ist der Return of Invest. Das heißt, wie viel Profit hat er, ich habe auf gut Deutsch gesagt, gemacht. Sprich, 73% Profit hat er gemacht in den letzten 6 Monaten. An sich eine Top-Quote, wenn man mal bedenkt, dass viele Leute an der Börse an sich im Jahr gerade mal, wenn sie Glück haben, eine Rendite von 10 bis, ja, wobei nicht mal 3 bis 5% haben, wenn sie Glück haben. Wenn Sie noch mehr Glück haben, natürlich mehr Prozente, kommt immer ganz darauf an, was für einen Anbieter Sie haben, was für eine Bank da handelt. Aber an sich mehr als 10% ist schon sehr, sehr schwierig an der Börse zu erwirtschaften, jetzt innerhalb eines Jahres. Und da ist das schon natürlich, ja, eine schon große Summe. Wenn man drüber nachdenkt, 73%, hier haben wir sogar 176%, das ist schon sehr, sehr sportlich. Hier rechts daneben haben wir den sogenannten Drawdown. Hier sehen wir auch, der größte Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten jemals erreichten Punkt wird in der Währung des Prozentsatzes angezeigt. Im Grunde genommen bedeutet das Folgendes. Der niedrigste Punkt war hier. Ja, also da kann man jetzt leider nicht genau erkennen, genau 448 Punkte nach unten und der höchste Punkt ist hier. Das heißt, diese Differenzsumme hier quasi. Das heißt, dieser Trader hatte schon mal maximal 24% des Eigenkapitals beinahe verloren. Ja, man muss immer bedenken, nur weil da 24% steht, heißt das nicht, dass es auch ein realisierter Verlust war. Okay? Das heißt, was passiert sein kann, ist, dass der Kurs hier unten abgerutscht ist. Er hat vielleicht einen größeren Puffer hinterlegt, das heißt, dass er nicht gleich ausgestoppt wird und ihm das Handeln unterbunden wird und somit die ganze Sache einfach ausgesessen hat. Und damit ging es auch schon weiter. Genau. Das sind so die Zahlen, auf die man achten sollte. Ganz wichtig natürlich auch, Users Following, also die Nutzer, die quasi dieser Strategie folgen. Hier muss man beachten, hier werden Demo wie auch Live-Nutzer zusammengezählt. Sprich, das sind 292 User. Davon könnten aber vielleicht 100 Leute sein, die Live-Konten haben.
und 192 Leute, die keine Live-Konten haben, sondern eher Demo-Konten. Das heißt, da muss man, kann man leider nicht genau einsehen, wie es jetzt nun aussieht. Ja. Aber in der Regel, wenn Sie sehen sollten, okay, das ist ein Live-Konto, die Hauptanzahl der Follower sind in der Regel Live-Konten. Ja, weil Demo-Kunden sind eher für Leute, die demonstrieren möchten, das heißt, die einfach mal die ganze Sache zeigen möchten oder eben auch Firmenkunden wie meins zum Beispiel. Das heißt, meins ist ein Firmenkonto, Echtgeld wird aber unter Demo-Konto geführt, weil es eben diese Differenzierung geben muss. Ja, relativ klar. Genau. So, jetzt gucken wir uns einfach mal ein paar an. Sie sehen auch schon, ich habe ein paar tatsächlich hier auch schon in meinem Portfolio drin. Ja, den folge ich sogar schon. Statistisch gesehen war das natürlich sehr interessant hier aussieht mit den 176%. Kann ich ja mal anklicken. Gucken wir mal rein. So, jetzt haben wir hier ein Bild, was ich denke mal ein bisschen kompliziert aussieht, aber auch sehr einfach eigentlich ist. Hier ganz klar Gelder zum Investieren. Das sind die Gelder, die ich investieren möchte. 2556 kann man so lassen. Und hier steht von 6390. Hier sehen Sie auch nochmal, was genau das bedeutet. Mein gesamter Kapitalspielraum sind noch 63.000 knapp. So, das heißt, im Grunde genommen wird an sich empfohlen, circa diese Summe zu investieren, damit man auch wirklich die volle Strategie ausnutzen kann. Weil wir stellen uns mal vor, ich zeichne das mal kurz an, mache ich mal eine Tabelle, genau. Wir sagen, wir haben 5.000 Euro. Die Strategie sagt aber, wir brauchen 10.000 Euro. Das kann ich zwar machen, das würde aber bedeuten, dass ich vielleicht nur 5 Strategien öffne, statt geplanten 10. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ich vielleicht genau die 5 erwische, die negativ laufen, während die 5, die quasi übrig bleiben, gerade ein Plus erwirtschaften. Ich aber nicht teilnehmen kann, weil ich nicht die liquiden Mittel habe. Das heißt, Sie sollten auch immer, ich sag mal, sicherstellen, dass Sie auch etwaige liquide Mittel haben, um wirklich einer Strategie zu folgen. Weil sonst können Sie sich ja vorstellen, macht das ja keinen Sinn. Ich kaufe mir ja auch kein Flugzeug, ohne die liquiden Mittel zu haben, um das auch wirklich zu warten. Macht ja keiner. Ja, aber schauen wir mal rein. Ich tippe mal 7.000 ein, genau, 100%. Genau. Und hier rechnet er jetzt auch schon aus, für die nächsten 6 Monate, wie jetzt meine Rendite wäre. Circa 51%. Wie gesagt, an der Bank machen Sie das in der Regel innerhalb der nächsten Jahre erst. Hier innerhalb von 6 Monaten. Natürlich ist das nur eine Schätzung. Man sollte es niemals für bare Münze nehmen. Aber grundsätzlich kann man das schon als ungefähr einen Richtwert nehmen. Selbst wenn wir nur 25% machen, mein Sprichwort, was ich sehr, sehr gerne mag, das ist Profit. Ja, lieber mache ich Profit als Verlust. Auch wenn das nur ein Euro ist. Euro haben oder nicht haben. Das ist ein Sprichwort, was meine Mutter mir mitgegeben hat. Sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. So, Risk Appetite. Auch sehr wichtig. Ich kann hier entscheiden, ob ich eine sehr aggressive Strategie verfolgen möchte oder eine sehr konservative Strategie. Bedeutet im Endeffekt, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier auf aggressiv stelle, auf 3 zum Beispiel, Risikoniveau 3, und hier steigt plötzlich der Profit. Warum? In der Regel ist es so, dass diese Strategien, die Sie haben, eingeteilt sind. Wenn Sie aggressiv auswählen, kann es durchaus sein, dass der Händler vielleicht nicht 10, Trades öffnet, sondern 20 oder sogar mit gewissen Produkten scalpt. Für die, die nicht wissen, was Scalping ist, das bedeutet, dass man in einem kurzen Zeitraum öffnet mit einer hohen Summe und bestenfalls nach ein paar Minuten schon wieder mit einem Profit wieder rausgeht. Ja, kann natürlich den Nebeneffekt haben, dass man im Zweifel kurz einsteigt, den Ausstieg verpasst und dann eine Position hat, die gegebenenfalls über Tage, Wochen, Monate, habe ich alles schon erlebt, rumeiert und dann keine Profite erwirtschaftet, sondern eher Verluste. Und wenn Sie Pech haben, sogar Gebühren verursacht. Deswegen unbedingt darauf achten,
Sie sollten wissen, welche Art von Trader Sie sind. Möchten Sie vorsichtiger sein? Möchten Sie aggressiver handeln? Viele Kunden lassen das in der Regel auf normal. Ja, das heißt, es ist einfach im Mittelfeld. Das ist in einer guten Balance. Ich werde das jetzt auch einfach mal zur Demonstration auf normal lassen. Ich kann ja hier mal kurz 9000 eintippen. Und ich mal auf. Genau. Sehr gut. Und folgen. Genau. So, hier sieht man auch schon, die Portfolio ist für den Händler erfolgreich aktiviert worden. Ich gehe mal kurz auf mein Konto. So, und hier sehen wir das auch schon. Mal kurz schauen, genau. Man muss wissen, ich hatte ursprünglich mit knapp 85.000 angefangen. Das war vor bei Zulu, weil wir haben Zulu erst seit 1,5 Monaten. Also ich habe das auch erst seit diesem Punkt. Sprich knapp 3.500 Profit. Nee, sogar 4.000. Sehr gut. Also eigentlich gar nicht so schlecht, muss man sagen. Jetzt für 1,5 Monate 4.000 ist schon sehr sportlich. Ja, natürlich ist das immer ein Verhältnis gesetzt, wobei ich aber sagen muss, ich handle nur mit 12.000 Euro. Das heißt, mit 12.000 Euro habe ich auch 4.000 Profit gemacht. Okay, das ist natürlich schon eine etwaige Spanne. Hätte ich jetzt natürlich mehr eingesetzt, hätte ich mehr Profit, aber man muss immer wissen, man muss vorsichtig sein. Ja, man muss nicht gleich alles aufs Spiel setzen, man kann vorsichtig agieren und somit nach und nach vorgehen. Genau. Hier sehen wir auch schon, ich habe verschiedene Strategien drin. Die ist gerade ein bisschen im Minus, ist ja klar. Red Bull Trade 100, 16 Euro, genau. Könnte besser sein. Hat mir aber im Großen und Ganzen schon mal 0,36% gebracht. Super. Hier sind noch andere Strategien, die haben noch gar nichts zum Beispiel gemacht. Das kann durchaus vorkommen. Das sind in der Regel Strategien, die längerfristig orientiert sind und dementsprechend sehr selten eine Position öffnen. Aber wenn sie eine öffnen, dann halten die in der Regel auch wirklich sehr, sehr lange und lassen das wie einen guten Wein, ich sag mal, schön reifen. Ja, das ist dann nochmal so eine Ausnahme. Genau. Die hat hier zum Beispiel Verlust erwirtschaftet gerade. Ja, das ist gerade offen. 700 minus, okay. Hat mir aber insgesamt schon 5% beschert. Der hat hier 2,5% beschert. Insgesamt 521 Profit offen. Und Status Silber hier 3.000 Profit. Also das ist eigentlich ja mehr oder weniger mein ja mein Goldbarren im Safe. Sag ich immer gerne. Genau. Wenn Sie im Konto sind, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, Sie müssen das so vorstellen: Copy Trading beziehungsweise ja Copy Trading. Man kann Mirror Trading auch sagen. Das dient dazu, Leuten, die quasi keine Börsenerfahrung haben, den Zugang zur Börse so leicht wie möglich zu machen. Das heißt, wenn Sie wirklich keine Ahnung haben, ja, Sie brauchen tatsächlich nicht mal viel technisches Verständnis, um so einen Mirror Trader oder einen Copy Trader zu verwenden. Weil Sie gucken auf die Zahlen, macht der Profit, wie viele Leute folgen denen, wie ist die Rendite, super. Wenn es gut ist, dann folge ich der ganzen Sache, wenn es nicht gut ist, gehe ich weiter und suche mir den nächsten. Ist quasi nichts weiter, als wenn Sie shoppen gehen. Ja, das erste Hemd sieht nicht so gut aus, dann gehe ich weiter zum zweiten, das sieht dann gut aus. Ganz einfach. Genau. Sie haben ja auch die Möglichkeit, manuell zu handeln. Das würde aber nicht der Fokus jetzt sein, weil das jetzt nicht wirklich relevant ist. Ja, Sie könnten selber Scripts schreiben. Ich gehe jetzt aber mal nicht davon aus, dass hier irgendjemand eine IT-Ausbildung richtig hat, um ein Börsenscript zu schreiben. Weil ein Börsenscript ist bei weitaus nochmal ein bisschen komplizierter. Ja, deswegen werden wir das ein bisschen außen vor lassen. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Im Handel haben Sie nochmal einen Überblick, was jetzt alles am Markt passiert. Ist im Endeffekt eine sehr komprimierte Version des Ganzen. Dort haben Sie Devisenhandel, Sie haben Forex natürlich mit drinnen. Kryptowährungen, Aktien, Leitindexe, alles, was das Auge begehrt. Ja, alles. Unter Position können Sie quasi sehen, was Ihre Position bis jetzt erwirtschaftet haben. Unter Resümee sind quasi die letzten Trades drin. Mal kurz gucken. Genau, also nicht viel.
6 Euro minus hier mal gemacht, nichts Schlimmes. Details, und hier sieht man nochmal die genaue Auflistung. Wobei das nicht von mir ist tatsächlich. Kurz Aufträge. Genau, diese noch offen. Genau. So. Ah, genau, Historie war das. Genau. Und der Historie können Sie dann quasi nochmal genau nachvollziehen, wie jetzt Ihre Auflistung ist, was jetzt passiert ist. Und hier sieht man das dann nochmal. Manchmal haben Sie dazwischen kleine Positionen, die geschlossen werden, um vielleicht eine Schadensbegrenzung zu machen. Aber an sich kann ich selber auch sagen, okay, läuft gar nicht so schlecht. So. Perfekt. Gehe ich mal zurück zu den Händlern. Sie haben natürlich die Möglichkeit, auch separat nach Händlern zu suchen. Was aber auch eine sehr interessante Variante ist, sind die Kombos. Sie kennen vermutlich einen ETF-Sparplan von Ihrer Bank vielleicht oder von Ihrem Broker sogar. Die Kombo ist quasi eine Zusammenstellung von verschiedenen Paketen, die es Ihnen erlaubt, verschiedene Pakete mitzunehmen. Und dann haben Sie quasi ein ganzes Paket einfach. Ja. Ich werde mal das kurz probieren. Ah, das sehe ich schon. Das kann ich nicht nehmen, weil es nur für Pro-Kunden reserviert ist. Gucken wir mal hier. Hinter das. Okay, macht auch nicht. Genau. Hier muss man wissen, wenn Sie ein Null haben, das ist leider ein Fehler, was erst seit kurzem aufgetreten ist. Normalerweise haben Sie eine Fehlermeldung. Wenn da aber eine Null steht und Sie können nichts eintragen, dann heißt das in der Regel, dass diese Strategien oder diese Combo nur für Pro-Kunden reserviert ist. Das heißt, Leute, die ab einem Wert von, ich sag mal, 200.000 bis 500.000 Euro handeln und schon 5 Jahre, ich sag mal, Finanzausbildung, ich glaube, 50 Trades in den letzten 3 Monaten hatten, das ist nochmal sehr, sehr spezifisch. Ja. So. Ein sehr interessanter Aspekt, den ich zum Beispiel sehr, sehr liebe, das sind die Merkmale. Und ich denke, da wird doch einiges dabei sein, was Sie auch hoffentlich natürlich nutzen können. Denn wir haben hier die Trade Wall. Und wenn Sie schon mal ein Forum besucht haben, dann werden Sie hier vermutlich einige Sachen wiedererkennen. Denn hier sehen Sie, wer gerade was macht. Sprich, wenn ich jetzt will, okay, ich möchte jetzt irgendjemanden besonders suchen, sage ich mal hier, Shri Krishna. Lustiger Name. Shri Krishna, genau. Gucken wir mal rein. Okay, sind nicht allzu viele. Offene Trades, geschlossene. Okay. So, und hier sieht man, was hat er jetzt gemacht. Okay, hat verkaufen, britisches Pfund, japanisches Yen, bei 1,51886 geöffnet. Und hier auch nochmal. Der hat scheinbar immer hinterher... Ja, hintereinander quasi geöffnet. Ja, gut, nicht schlecht. Und die hat er quasi geschlossen. Und der scheint scheinbar zu scalpen. Er hat 3 Punkte mitgenommen, wird vermutlich ein bisschen Profit gemacht haben und wieder geschlossen. Relativ einfach. Was ich zum Beispiel daran sehr, sehr mag, Sie können Leute suchen, die Sie wirklich explizit folgen. Nur Anbieter, die ich folge. Zack. Ja, hat gerade nichts Neues scheinbar. Okay, manchmal kurz schade Nachricht. Zack, zack, zack. Okay. Hat er nichts gerade. Okay, vorhin hat es noch funktioniert. Na gut, ist ja nicht schlimm. Wichtig ist, dass Sie wissen, dass Sie da auf jeden Fall nochmal filtern können. Sie haben auch einen Wirtschaftskalender. Das ist zum Beispiel sehr, sehr praktisch, wenn Sie Zulu-Trade kombiniert mit einem manuellen Handel verwenden möchten. Sie können quasi wirklich nochmal schauen, okay, ich habe hier zum Beispiel Dienstag, also morgen, Australien, RBA Interest Rate Decision, vorherig 0,1, nächstes 0,102, ist jetzt nicht viel, sage ich mal, aber das heißt, Sie wissen aber, morgen um 6.30 Uhr wird was geschehen, was diesen Kurs beeinflussen kann. Relativ einfach. Ja, natürlich auch andere Sachen, European Monetary Union, Gross Domestic Product und so weiter und so fort. Kann man alles machen. Auch hier, wenn Sie um 1.50 am Mittwoch wach sind, können Sie auch japanische Yen handeln. Gibt es verschiedene Sachen. Aber so kann man sich das quasi einfach, ja,
so ein bisschen extra Daten hinzuziehen und sich auch sogar entsprechend vielleicht vorbereiten. Genau. So, gehe ich mal weiter. Merkmale. Forex-Werkzeuge. Das zum Beispiel ist mein absolutes Lieblingshighlight. Denn Sie können hier die Marge berechnen, wie viel Sie für gewisse Sachen brauchen. Das heißt, wenn Sie sich mal unsicher sind, okay, ich habe jetzt 10.000 auf meinem Konto, aber was kann ich jetzt damit anfangen? Dann gucken Sie, okay, ich will einfach mal den Euro-US-Dollar-Handel. Ich rechne mal einen Lot. Standard, na klar. Währung wie in Euro, Leverage. Hier müssen Sie wissen, welchen Hebel Sie haben. Euro-US-Dollar ist in der Regel 1 zu 30, wenn Sie bei einem regulierten Broker sind. Berechnen, 3.333. Ganz klar. Ist auch 100% korrekt, kann ich jetzt schon sagen. Sie können sogar andere Sachen noch ausrechnen. Ich weiß zum Beispiel US-Dollar, japanische Yen. Da sind wir auf jeden Fall bei 2.800 meines Erachtens. Ja, 2.805, genau. Also da haben Sie wirklich so viele Möglichkeiten, auch selber nachzurechnen. Profitrechner haben Sie drinne. Ein Lot-Standard natürlich, Öffnungskurs. Was ist, wenn er auf 1,20 Dollar hochläuft? Habe ich 1.012 Euro Profit. Ganz klar. Währungsrechner haben Sie auch, aber Wechselkursrechnen sollte eigentlich jeder können. Genau, Merkmale. Forum haben Sie hier, also Sie haben wirklich nochmal ein separates Forum, wo Sie sich quasi mit anderen Feldern austauschen können. Das zum Beispiel ist sehr, sehr praktisch, wenn Sie wirklich mal, ich sag mal, ja, einfach Hilfe brauchen. Wenn Sie sagen, okay, ich will mich mit Leuten austauschen, die genau so wie ich sind, ja, wo ich mal sagen kann, hey, was denkt ihr von Euro, US-Dollar, Nasdaq, DAX, je nachdem, ja, auch beim DAX nochmal, DAX 30 wird zum DAX 40 am 20. September, auch das Highlight des Jahres, würde ich schon sagen, ja, soweit ist es schon gekommen. Da kann man eigentlich sich mit anderen Leuten austauschen. Und das ist das Schöne am, ich sag mal, Copy Trading, weil sie wirklich eine Community sind und sie können sich mit Leuten austauschen, die im Endeffekt genau wie sie sind. Ja, sie haben keine, ich sag mal, ich will jetzt niemandem zu nahe treten oder so, aber keine hochnäsigen Börsenfuzzis, die ihnen, ich sag mal, alles vorquatschen. Nee. Da haben Sie, ich sag mal, die Brigitte oder den Mahmoud von nebenan, mit denen Sie sich austauschen können und wirklich mal einfach zusammensitzen können, sagen, hey, lass uns mal das und das handeln, was hältst du davon? Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee. Ja, und das macht die ganze Sache auch viel einfacher, weil ZuluTrade bietet auch eine Menge Tutorials. Ja, die bieten quasi Infolektüre an für alle. Sie kriegen monatlich sage ich jetzt schon, täglich eine Übersicht. Das heißt, ja, wie viel Profit habe ich gestern gemacht? Wie sind meine Abschlüsse? Und dann kriegen Sie ein wöchentliches Update. Und jede Woche kriegen Sie eine E-Mail. Oder ich glaube jeden Monat. Ich glaube sogar jeden Monat. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube entweder jeden Monat oder jede Woche war das. Da kriegen Sie eine E-Mail nochmal, wo quasi einfach drin steht, hey, Herr so und so oder Frau so und so, hier sind die und die Strategien, die sind gerade besonders aktiv. Die haben sehr viel Zuspruch bekommen. Guck dir die doch mal an. Und schon weiß ich, ja super, dann gucke ich mir die an. Läuft gut, folge ich. Nächste Woche bestenfalls Profit. Ja, und das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten einfach, weil ich finde, jeder kann Copy Trading machen tatsächlich. Zumindest jeder, der Internet hat und weiß, wie man einen PC bedient. Ja, das ist im Endeffekt super einfach, weil alles, was sie machen müssen, ist sich Zahlen angucken. Wie sieht's aus? Sind die Zahlen gut? Wenn ja, dann folge ich der ganzen Geschichte und fertig. Genau. Also es ist wirklich sehr, sehr leicht tatsächlich. So, aber gehen wir mal weiter. Bei Merkmale. Sie haben noch den Automator. Das ist eher nur für, ich sag mal, komplette, normale Live-Konten. Ja, da können Sie quasi nochmal einen, ich sag mal, Algorithmus durchlaufen lassen, der quasi Strategien für Sie selber herauspickt.
ist aber noch mal ein bisschen besonders. Also da sind wir schon im Algorithmushandel drin, also ich sag mal automatisierten Handel. Das ist dann noch mal eine separate Sparte. Aber Zulu bietet das auf jeden Fall auch an. So, Merkmale Zulu Guard, das ist noch mal ja Schutzmaßnahme, die man ergreifen kann. Genau. Genau, da können Sie quasi noch ein paar Sachen separat einstellen. Habe ich relativ selten gesehen, dass man das macht, aber falls Sie noch mal einen extra Schutz brauchen, haben Sie da quasi Ihre Möglichkeit. So, gehen nochmal zurück unter Händler. Mir gefällt gerade auf, ich sage, sehr, sehr oft so. Ihnen ist das vermutlich auch schon aufgefallen, aber nicht so schlimm. Genau. Und grundsätzlich, Sie sehen diese, Sie haben hier ein wirklich sehr, sehr großes Portfolio. Und das sind nur die Top-Trader. Also wirklich die Leute, die sehr, sehr gut gerade performen. Wenn ich jetzt auf alle Händler gehe, kann mal dauern, dann habe ich hier natürlich noch viel, viel mehr. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde, Sie haben auch hier nochmal die Nationalflagge des Traders. Das heißt, Sie wissen, okay, woher kommen die Leute? Wobei das natürlich keine Rolle spielen sollte, ja, weil ich finde, vor der Börse ist jeder gleich, nicht vor dem Himmel, sondern vor der Börse ist jeder gleich, weil jeder hat im Endeffekt dieselben Absichten. Jeder möchte Profit erwirtschaften. Wenn nicht, dann sollten Sie den Arzt auf jeden Fall kontaktieren. Aber nee, an sich ist es eigentlich sehr, sehr interessant zu sehen, wie Leute abschneiden. Auch hier zum Beispiel Gewinn des Live-Kontos, 1.400 Profit mit 24.000 Einsatz. Return of Invest 3,3% zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch sehr realistisch gehalten. Und das Schöne ist, Sie sehen sogar, wie die bewertet wurden. 5 Sterne. 1 Stern. Kann ich auch verstehen. Passiert ja fast gar nichts. 5 Sterne hier. Der wird vermutlich diesen Schwung hier in beide Richtungen mitgenommen haben. Auch hier. Also ist schon sehr, sehr interessant eigentlich. Ich kann auch eigentlich mal gucken, wie mich hier noch mit hinzufüge. 94%. Ist auch legitimiert. Gucken wir mal rein. Genau, das wird er nicht machen. Ich zeige Ihnen das mal kurz mit dem Fehler. Dann wissen Sie, was ich meine. Wenn ich jetzt 3.000 investieren möchte, sagt er nein. Weil das Konto quasi nur wirklich für spezielle Kunden reserviert ist. Weil ich würde damit quasi irgendjemand den Platz klauen. Deswegen. Schau mal hier, nimmt er das? Macht er nicht. Macht er auch nicht. Okay, dann ist vermutlich das ganze Geld schon komplett gebunden. Kann aber gerne mal einen zum Test rausschmeißen. Das hier zum Beispiel. Wobei, das hat noch nicht losgelegt, das kann ich eigentlich rausschmeißen. Händler entfernen. Zack, das hatten wir vorhin sogar geöffnet. Genau, der ist jetzt raus. Sehr gut. Und den hier zum Beispiel kann ich eigentlich auch rausschmeißen. Gucken wir mal rein. Da bin ich mit 2.000 drinne. Kann auch raus. Da sehen Sie, ich habe das zum Beispiel auf sehr aggressiv gestellt. Zack, das kann raus. Und jetzt kann ich eigentlich mal das hier zum Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel sehen sollten, okay, eine Strategie läuft vielleicht mal nicht so gut, dann haben Sie auch immer die Möglichkeit, die auch einfach zu entfernen. Weil ein Sprichwort ist auch, was ich sehr, sehr gerne verwende. Meine Kunden werden das vermutlich auch selber kennen. Lieber den sauren Apfel beißen, ja, weil aus jedem sauren Apfel kann sich ein süßer Apfel entwickeln. Und wenn Sie mal sehen sollten, okay, das läuft hier wirklich in die falsche Richtung, nicht so schön, dann kann man sich auch mal dazu entscheiden, mal wirklich ne, einen Cut zu machen und einfach mal von vorne anzufangen, weil erst dadurch haben Sie die Möglichkeit, mal wieder aufatmen zu können und wirklich eine Strategie zu nehmen, die vielleicht ein bisschen besser, also wirklich ein bisschen profitabler ist. Ich werde das einfach mal mit den hier nehmen. Gucken wir mal rein. Na, fällt er nicht so ganz.
Immer hier. Ja, wobei das ist schlecht. So, Profit 60. So, das heißt, er würde im Endeffekt den Teil quasi verwenden. 40% des Ganzen. Ich werde das mal auf aggressiv stellen. Zack. Genau. Und ich kopiere ihn anteilig zu 51%. Kann man machen. Ich werde das einfach mal mit 7000 probieren. Schauen wir mal rein. Ist schon zu 66%, wenn wir mal 9000 machen. Zu 85%. Okay, kann man machen. Drinnen. Bei das zum Beispiel ist auch sehr, sehr gut. Also 24% Profit, 3% Drawdown. Top. Kann man nicht klagen. Genau. Also ja, das ist im Endeffekt Zulu Trade. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr einfach zu verstehen, wie Sie sehen. Wenn Sie spezielle Händler suchen, von denen Sie vielleicht gehört haben, könnten Sie rein theoretisch auch hierüber suchen. Wie gesagt, mein Favorit ist der Status Silver, weil der wirklich top investiert hat in der letzten Zeit. Sie können sich hier auch nur nochmal genauer ansehen. Okay, was hat er jetzt überhaupt? Und Sie sehen auch, aha, er handelt mit einem 200er Hebel. Das ist vermutlich mit Sicherheit ein Pro-Konto. Wenn Sie bei einem regulierten Broker sind und Sie normaler Kunde sind, also wirklich ganz normal, dann haben Sie in der Regel also dann ist der höchste Hebel 30. Ja. Bei Silber bzw. bei Gold, Silber ist es in der Regel 20 zu 10 oder also 20 oder 10. Von daher brauchen Sie sich keine Sorgen machen, Ihr Risiko wird nicht automatisch erhöht, nur weil jetzt haben wir die Vorlage 200er Hebel hat. Das heißt, die Strategie wird 100% übernommen, aber nur mit Ihren entsprechenden Hebel. Das ist eben nach EU-Regulierung einfach Vorschrift. Da kann man leider selber nicht viel machen. Es hat den Sinn pro Konto. Und das sieht man auch schon in die Vergangenheit. Also hier, was er schon alles gemacht hat. Euro, US-Dollar ist sehr, sehr sportlich. Das letzte ist von heute. Nee, 6.8. Ah, ist schon eine Weile her. Der wird vermutlich eine kleine Auszeit genommen haben. Nach dem letzten Verlust, aber mein Gott. Und hier sehen Sie auch, wie sich der Kontostand dementsprechend verändert. Schon sehr, sehr gut. 14.000 bis hoch auf 18.000. Kann man nicht klagen. Genau. So, hat Realinvestoren, wurde 45.910 Mal gesehen. Das ist zum Beispiel auch sehr interessant. Das heißt, Sie wissen auch, okay, da sind wirklich Leute dabei, die das Ganze auch verfolgen. Return of Invest, und da sieht man, wie der Profit auch in der letzten Zeit gestiegen ist. Also eigentlich top. Genau. So, reelle Investoren. Hier können Sie sich auch nochmal vergewissern, okay, wer ist jetzt wirklich bei der ganzen Materie dabei? Ich finde das immer sehr gut zu wissen, dass ich auch sehen kann, okay, wer folgt den Ganzen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal hier den, der ist sogar aus Deutschland. Da kann ich quasi sehen, wie er abschneidet. Der Händler hat die Kurve und der Investor ist hier ein bisschen weiter drüber. Woran liegt das? Ist relativ einfach. Er wird vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt eingestiegen sein, ja, wodurch er vielleicht die letzten Trades, die ein bisschen verlustreicher waren, nicht mitgenommen hat, dafür aber die ganzen Profit-Trades mitgenommen hat. Deswegen haben Sie hier eine kleine Abweichung zum Beispiel. Eine Abweichung. Hier ist zum Beispiel eine sehr starke Abweichung. Also der Händler, der Investor hat zum Beispiel weitaus weniger Profit als er, wobei das jetzt nur 400 Euro Unterschied ist, aber die haben hier gleich gestartet. Da wird er vermutlich ausgesetzt haben und dann sieht man hier, aha, perfekt. Das ist jetzt nur eine Nebensache, aber Sie hätten rein theoretisch die Möglichkeit, diesen Händler zu kontaktieren über das Forum und zu fragen, hey, was hast du da eigentlich gemacht? Wie hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Da kann man wirklich in einem sehr, sehr herrlichen Austausch, ja, ich sag mal, Austausch haben. Wenn jetzt nicht Datenschutz wäre, würde ich ganz gerne mal die Konversation zeigen, die ich zum Beispiel mit manchen Tradern hatte. Da werden Sie Stories hören, da lachen Sie sich kaputt. Ja. Aber da lernen Sie auch sehr, sehr viel Informationsreiches von vielen Tradern, weil Sie haben darunter auch viele Trader, die sehr, sehr erfahren sind.
erfahrener als ich, erfahrener als manch anderer Trader, sage ich mal. Und das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und das ist auch die Hauptsache. Trading muss ja Spaß machen. Spaß und Profit. Das sind die wichtigsten Sachen. Wenn beides stimmt, dann ist super. Wobei man sagen muss, ohne Profit keinen Spaß, aber Sie wissen, was ich meine. Nee, super. Genau. Also, das war es im Endeffekt auch schon zu dem Zulu. Ich könnte Ihnen jetzt noch zeigen, Kontakt. Sie haben hier so viele Möglichkeiten, eigentlich auch Hilfe zu bekommen. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen, natürlich. Aber ja, ich hoffe, Ihnen hat das gefallen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, Ihnen das Ganze mal näher beizubringen. Ich hoffe, dass jetzt einige von Ihnen auch sagen, hey, komm, ich habe jetzt richtig Lust auf Copy Trading. Wie gesagt, wenn Sie nicht viel Erfahrung haben, aber dennoch sagen, ich möchte mal investieren, dann haben Sie hier die Möglichkeit. Ja, nicht nur bei uns, bei EuropaFix, sondern auch bei wirklich anderen Brokern, die ebenfalls ZuluTrade oder andere Anbieter, ja, anbieten. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich. Vielen Dank für Ihren Vortrag, Herr Prignitz. Und wir haben auch ein paar Fragen. Hui, na dann, schießen Sie los. Ihnen gerne weitergeben möchte. Und zwar würde ein Teilnehmer gerne wissen, wie hoch denn das Mindestinvestment ist. An sich haben Sie so gut wie kein Mindestinvestment. Zulu fängt in der Regel ab 50 Euro an, weil viele, also die kleinste Strategie bei Zulu Trade ist tatsächlich auch, ja, 50 Euro. Deswegen mindestens 50 Euro. Wenn Sie keine 50 Euro haben auf dem Konto, also sage ich mal, wenn Sie vielleicht zu viel Verlust gemacht haben oder einfach Geld ausgezahlt haben, je nachdem, dann ist das Konto quasi inaktiv und Sie haben quasi keine Handlungsfreiheit mehr. Deswegen sollten Sie immer dafür sorgen, dass das Konto zumindest 50 Euro hat. Genau. Und kauft Zulu automatisch die gleichen Positionen der gefolgten Trader oder muss der Kunde manuell die Positionen monitoren und selbst kaufen, weil Sie von Ausstiegszeitpunkt verpassen gesprochen haben? Nein. Sie müssen nicht manuell traden. Das übernimmt die Strategie, für die Sie sich quasi entscheiden. Was ich mit Aussteigen meinte, ist, Sie haben vorhin gesehen, wie ich meine ein Paket einfach entfernt habe. Ja, das ist quasi mit dem Ausstieg gemeint. Das heißt, ich kann mich entscheiden, eine Strategie zu entfernen und vielleicht eine Woche später nochmal dort einzusteigen. Dadurch habe ich aber das Risiko, dass ich vielleicht eine Position einfach verpasse. Genau, aber im Großen und Ganzen übernimmt die Strategie alles für Sie. Und könnten Sie nochmals die Kosten zusammenfassen, die auf Kunden zukommen würden? Na klar, an sich haben Sie die gewöhnlichen Swap-Kosten, also Übernachtungsgebühren, wie auch Kommission. Das heißt, wenn Sie einen Trade oder wenn die Strategie einen Trade öffnet, wird in der Regel eine fixe Kommission abgezogen. Das hängt je nachdem ab, davon ab, wie viel Sie investieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Lot Euro-US-Dollar handle und ich habe dafür 20 Euro Gebühren, dann habe ich bei 10 Lot Euro-US-Dollar natürlich 200 Euro Gebühren. Deswegen, das ist dann einfach, das kommt immer auf die Strategie an, was für Gebühren Sie dort haben. Die halten sich in der Regel aber sehr klein. Also ich muss sagen, jetzt von den Sachen, die ich gesehen habe, gut, meine Strategien öffnen jetzt auch nicht die großen Positionen, sage ich mal, aber da sind sie so bei kleineren Beträgen in der Regel zwischen 2 und 10 Euro vielleicht. Und was Swaps sind, das sind Übernachtungsgebühren. Das heißt, desto länger der Trade liegen bleibt, kommen eben Gebühren auf Sie zu. Das ist dann immer pro Übernachtung. Sind aber in der Regel auch wirklich sehr klein. Also ich glaube, von meinen 5.000 Euro Profit oder 4.000 Euro Profit waren vielleicht 500 Euro Gebühren, wenn überhaupt. Also ich glaube sogar noch viel weniger. Und gibt es das Angebot denn auch für Kunden aus Österreich? Ja, also Zulu ist generell international tätig. Sie sollten allerdings darauf achten, dass Ihr Broker, der Zulu anbietet, auch reguliert ist. Das heißt wirklich ein Broker mit EU-Zertifikaten oder eben, wenn Sie einen amerikanischen Broker haben, eben durch die FED eben ja, reguliert werden. Genau, also einfach darauf achten, dass es reguliert ist, aber in der Regel wird das international angeboten. Wunderbar, vielen Dank. Dann kommen wir auch zum Ende unserer Fragerunde. Ich bedanke mich sehr für Ihre aktive Teilnahme, meine Damen und Herren. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Prignitz, für die Beantwortung der Fragen. Ich bedanke mich auch. Und auch
wie gesagt, für Ihren Vortrag. Bevor wir zu einem kleinen abschließenden Fazit kommen, möchte ich Sie, liebe Seminarteilnehmer, noch darauf hinweisen, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Ein entsprechender Artikel mit dem Live-Mitschnitt wird in der Regel noch im Laufe des Abends auf der Startseite von Finanzen.net veröffentlicht. Den Link des Mitschnitts bekommen Sie, wie immer, auch per E-Mail zugeschickt. Herr Prignitz, Ihnen gehört das Schlusswort des heutigen Abends. Was möchten Sie unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Ja, ich denke, man sieht, dass die Digitalisierung immer weiter, ich sag mal, Form annimmt. Das sieht man gerade an, ja, am Finanzmarkt einfach, weil, wenn Sie mal drüber nachdenken, vor 10 Jahren oder ich sag mal 15 Jahren, wer hätte gedacht, dass wir uns auf Algorithmen verlassen können, die für uns Geld erwirtschaften oder wir wirklich die Möglichkeit haben, von zu Hause aus, wie ich oder Millionen andere Leute, an sich an der Börse beteiligen können. Und ich finde, Solo Trade beziehungsweise generell dieses Copy Trading ist Digitalisierung schlechthin. Ja, wir müssen nicht mehr, ich sag mal, große Zahlen lesen, wir müssen nicht mehr Analysen schreiben, sonst was. Ja, wenn ich ehrlich bin, Analysten sind fast überflüssig geworden durch die Digitalisierung, weil das alles nur noch ein Algorithmus übernimmt, die ihnen Prognosen für den DAX einfach über die nächsten 10 Jahre prognostiziert. Wenn sie sich dran halten, der rechnet eine Wahrscheinlichkeit aus zu 90% Profit. Einfacher geht es gar nicht. Und ich finde, dadurch sieht man das eigentlich hervorragend. Und ich finde, jeder, der sagt oder sich da querstellt, ja, sage ich mal, ich finde, der hat auch kein Interesse daran, Profit zu machen oder Geld, generell mal Geld zu erwirtschaften. Ja, gerade in der heutigen Zeit, man hat es mit Corona gesehen, es ist sehr unsicher. Wir haben auch sehr viele Kunden gehabt, die jetzt gesagt haben, ey, komm, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld, weil vielleicht ich habe keine großen Ausgaben mehr oder ich habe jetzt viel Geld sparen können, ich möchte Geld investieren, aber ich habe jetzt nicht die Zeit oder die Erfahrung, mich am Finanzmarkt zu beteiligen. Dann ist Copy Trading genau das Richtige für Sie. Dass man wirklich dann, das ist der perfekte Ausgleich eigentlich. Und ich finde, dass der Zugang dazu eigentlich so einfach ist, dass wirklich das jeder machen kann. Ja. Also wenn aus eigener Erfahrung, ich habe Kunden, die sind 90 und selbst die haben so viel Spaß an der ganzen Geschichte. Ich glaube, wenn die Leute das schaffen, dann schafft es auch ein, ich sag mal, 30-Jähriger, der vielleicht ein bisschen beschäftigter ist im Berufsleben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und vielleicht haben wir bald wieder das Vergnügen miteinander. Ich hoffe doch. Ich freue mich sehr und ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern für das ja, Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind alle weiterhin gesund und haben eine sehr erfolgreiche Handelswoche. Auf Wiedersehen. Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der heutigen Live-Veranstaltung. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und viel Erfolg bei all Ihren künftigen Investments, ob mit oder ohne Copy Trading. Ciao, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.